brauchst keinen krassen Gaming-PC, sondern kannst das tatsächlich an deinem Handy spielen. Das sind ja umgerechnet schon über 8 Euro, die wir jetzt komplett kostenfrei im Endeffekt verdient haben, bis wir herausgefunden haben, dass es so leicht dann doch nicht ist. Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Diese Woche ist eines der gehyptesten Krypto-Games überhaupt released worden, nämlich Thetan Arena. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel so ein bisschen an Brawl Stars, wenn ihr es mal gezockt habt. Ich selber hatte aber auch echt League of Legends und Dota-Vibes. Das Gute an diesem Spiel, es macht endlich mal Spaß. Du brauchst keinen krassen Gaming-PC, sondern kannst das tatsächlich an deinem Handy spielen. Ich saß trotzdem die meiste Zeit tatsächlich an meinem PC, bin das einfach so gewohnt, als alter Computerfreak im Discord mit Freunden, und es hat Laune gemacht. Das sieht man auch an den Zahlen. Das Spiel hat schon über 1 Million Spieler. In der Telegram-Gruppe sind 200.000 Menschen Stand heute und oftmals echt über 30.000 online. Und wenn man mal bei YouTube schaut, dann sieht man ein paar Kollegen gerade im englischsprachigen Raum behaupten, sie würden 100 Dollar damit in der Stunde verdienen. Ich habe das Ganze seit dem Presale schon beobachtet, habe mich selber eingekauft und zeige euch in diesem Video sowohl Free-to-Play-Variante, also wie viel kann man verdienen, wenn man nichts investiert, als auch natürlich die investierte Variante. Und den Helden, den ich mir selber gekauft habe für 350 Euro, den verlose ich unter allen Kommentaren. Thetan Arena ist das erste Blockchain-MOBA-Game weltweit, basierend auf der Binance Smart und der Kadia Blockchain. MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena. Es erinnert auf den ersten Blick stark an League of Legends oder auch Dota. Man kann es alleine, aber auch im Team mit seinen Freunden spielen. Es gibt eine Free-to-Earn-Variante, aber auch die Möglichkeit zu investieren und so mehr Geld zu verdienen. Spielbar ist es mobil und das tatsächlich sogar gut am Handy sowie auf Windows-Rechnern. Mit den 25 verschiedenen Ingame-Charakteren, den sogenannten Heroes, die allesamt NFTs sind, kann man in einem von 4 Spielmodi gegen andere Spieler antreten. Der Kern des Spiels ist es dabei, die feindliche Basis zu zerstören oder das gegnerische Team einfach zu besiegen, zum Beispiel zu töten im Deathmatch. Für das Erreichen von Meilensteinen, aber auch als Siegesbelohnung, erhält man die Ingame-Währung THC. Dieser Thetan Coin ist gleichzeitig ein handelbarer Token und er ermöglicht es einem, im Spiel selber Geld zu verdienen. Ziel der Entwickler ist es, eine langfristige Gaming-Plattform mit einem ausgewogenen Ökosystem für die Spieler, Streamer und Investoren zu schaffen. Und auf den ersten Blick hat das Spiel tatsächlich auch gute Chancen, das zu schaffen. Warum? Weil dahinter nicht irgendein Startup steckt oder eine One-Man-Show, sondern wirklich ein etabliertes Team. Die Spielehersteller haben schon 2 Games am Markt, nämlich Tank Raid und Hero Strike. Beide haben kumuliert 10 Millionen Downloads im App Store. Und mit Thetan Arena, man sieht das auch, die sind so ein bisschen inspiriert von den Games, ist jetzt endlich ein Game im Kryptomarkt, was auch so ein bisschen diesen Hauch von E-Sports vermitteln soll. Rund um das Projekt gibt es 2 Token und ich spreche das jetzt hier mal an, weil das ist oft bei den Krypto-Games so und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass es oft auch zur Verwirrung sorgt. Es gibt nämlich den sogenannten THG-Token und den THC-Token. Einmal zur Erklärung. Der THG-Token ist der sogenannte Governance-Token. Das ist sozusagen für Supporter, für Investoren, die an das komplette Projekt glauben. Auf der anderen Seite gibt es den THC und das ist sozusagen die Währung im Spiel. Also wenn du im Spiel auf den Marketplace gehst und dir einen Hero kaufst, dann kaufst du den in THC. Man sieht jetzt, wenn man das Ganze mal im Chart betrachtet, dass tatsächlich sogar THC eher gedroppt ist, seit das Spiel rausgekommen ist. Und wenn man davon keine Ahnung hat, dann könnte man jetzt denken, okay, ist das ein Flop gewesen? Nee, das liegt oftmals daran, das war auch bei Axie Infinity so, dass wenn jetzt so viele neue Spieler da reingehen, die natürlich anfangen, da drin Dinge zu kaufen und sozusagen erstmal dieser Coin wieder an Wert verliert. Es liegt dann am Spielehersteller, bestimmte Mechanismen und so weiter einzubauen, damit dieses Ökosystem langfristig sozusagen sich etabliert. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass man auf der offiziellen Website mal die Roadmap sieht. Das heißt, was hat der Hersteller eigentlich vor, noch rauszubringen? Weil da ist man ja oftmals irgendwie so im Dunkeln und natürlich hat das auch mit dem Erfolg des Spiels zu tun. Man sieht, es kommen demnächst Gilden. Könnt mir also gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich wieder eine aufmachen soll, dass wir so ein bisschen untereinander zocken können. Ich habe euch auch mal meinen Raffling unten drunter gepackt. Nach aktuellem Stand verdient man, wenn man jemanden wirbt, ungefähr 2 Euro. Wenn ihr euch also noch nicht angemeldet habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann supportet ihr mich natürlich auch ein bisschen und wir sind, glaube ich, im Spiel auch befreundet. Man sieht, dass diese Gilden dann innerhalb des nächsten Jahres gegeneinander kämpfen können. Es gibt Gilden-Quests, womit man zusätzlich auch wieder Geld verdienen kann, wenn man die löst. Und das finde ich wirklich am spannendsten, für Ende nächsten Jahres ist das erste große E-Sport-Turnier geplant. Bin mal sehr gespannt, ob die Hersteller das wirklich schaffen
umzusetzen. Auf der Website einfach einen Account mit der E-Mail-Adresse erstellen. Danach das Ganze mit der MetaMask-Wallet verbinden. Und für alle, die sich fragen, was eigentlich die MetaMask ist, das ist eine digitale Geldbörse für Kryptowährungen für deinen Webbrowser und sie dient wirklich bei vielen Projekten als Schnittstelle zwischen der Blockchain und den Anwendungen wie zum Beispiel den Krypto-Games. Über die MetaMask kann man sich dann mit dem Spiel connecten und einloggen. Eigentlich relativ simpel. Je nachdem, wo man Thetan Arena spielen möchte, also über den App Store oder über die Website, das Ganze herunterladen und mit der E-Mail anmelden. Danach erhält man die 3 kostenlosen Helden und kann sofort starten. Und die Helden, die dann wirklich später Geld kosten, die kommen ursprünglich aus solchen Kisten. Und da gab es tatsächlich sogar im Presale schon 2 sehr, sehr spannende Aktionen. Die Kisten waren nämlich vergünstigt. Wir haben zugeschlagen, wir haben uns 3 Stück geholt, solche Epic-Kisten, kosten $200 each. Also wir haben $600 ausgegeben. So, du hast natürlich eine große Chance, dass ein Epic-Held drin ist, eine sehr geringe Legendary und auch eine Chance, dass nur ein Common-Held drin ist. Wir hatten Glück, wir hatten 2 Epic-Helden, einen Common. Wir haben den Epic-Held einfach aus Spaß mal reingestellt und innerhalb von 10 Minuten wurde der sofort verkauft für $720. Das heißt, wir haben alleine durch dieses Flippen direkt mal einen Profit gehabt von $350. Und da konnte man tatsächlich nochmal einen draufsetzen, nämlich beim Launch des Spiels. Es war so, dass die Leute diese Kisten jetzt vorher schon gekauft hatten. Jetzt haben die aufgemacht und konnten nicht so richtig einschätzen, wie viel diese Helden wert sind. Wenn du also in den Marketplace reingegangen bist, hast du oftmals gesehen, da werden solche Helden für 70 oder auch $100 verkauft. Der liebe Sandro, Shoutout an dieser Stelle, liebe Grüße, hat mir erzählt, er saß die ganze Nacht und hat immer günstige Helden eingekauft und die direkt wieder für $100, $200 Profit verkauft. Das ist natürlich ein super Spot, ja, wenn Leute sozusagen den Wert nicht so richtig einschätzen. Ich habe das am nächsten Tag probiert, war wahrscheinlich da auch ein bisschen zu spät, aber habe trotzdem 2 Common-Helden gekauft, einen direkt wieder mit einem Profit von 150 verkauft und hatte somit, bevor ich überhaupt in das Spiel rein bin, schon einen Profit von $500. Kleiner Hinweis allerdings an dieser Stelle, wenn ihr versucht, das jetzt auch zu machen und ihr guckt wirklich bei Cheapest, dann sind da oftmals Helden drin, die ihr seht, für irgendwie $90, $120 und ihr denkt in dem Moment, oh, das könnte ein juicy Spot sein, aber wenn ihr draufklickt, könnt ihr den irgendwie nicht kaufen. Ja, ich habe auch das Problem gehabt, da kommt irgendwie bei der MetaMask dann irgend so ein Error. Das liegt daran, dass tatsächlich dieser Marketplace ein bisschen laggy ist. Das heißt, es ist nicht wirklich in Echtzeit und meistens sind diese Helden eben schon rausgekauft und werden einfach nur noch angezeigt. So, jetzt aber genug vom Presale und vom Launch. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Wie gesagt, dadurch, dass die ganzen YouTuber geclaimed haben, $100 in der Stunde, habe ich mir selber vorgenommen, eine Stunde am Tag zu spielen. Und ich zeige euch jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Prinzipiell ist es so, 25 verschiedene Heroes, Fernkampf, Tank, Assassin, unterschiedliche Fähigkeiten. Ein Held, ein individueller Skill, den kombiniert man mit 2 allgemeinen und hat somit sozusagen sein Skill-Kit. Bevor man das Geld investiert und sich für einen Held entscheidet, kann man kostenlos im Practice-Mode diesen testen und schauen, ob vom Stil und von den Attacken her dieser einem liegt. Dann gibt es 3 Dinge, die Einfluss haben auf Einnahmen. Erstmal die Spielmodi und das Ergebnis. Pro Teamspiel bekommt man nämlich eine bestimmte Menge an GTHC, nämlich 6 für Sieg, 2 für Unentschieden, ein für die Niederlage. Wenn man Battle Royale Modus spielt, ist das Ganze nochmal abhängig von der Platzierung, die einzeln abgestuft wird. Der 2. Faktor ist der Win-Bonus bei einem Sieg und der ist abhängig von der Seltenheitsstufe des Helden. Ein Common-Held plus 1,45, ein Rare-Held plus 5, ein Legendary plus 23,5. Das ist schon ein krasser Unterschied, aber wenn man sich die Legendaries mal im Marketplace anguckt, dann ist das auch klar, weil die kosten teilweise $5,000 bis $6,000. Und der 3. Faktor ist die Haltbarkeit des Heroes. Sprich, wenn du dir einen Hero kaufst, ist er auf eine bestimmte Anzahl an Spiele limitiert, in denen er GTHC gewinnen kann und das insgesamt sowie täglich. Du kannst also nicht einen Hero benutzen und damit für immer täglich GTHC farmen. Wichtiger Punkt. Hierbei unterscheidet sich das Ganze wieder aufgrund der Rarität des Helden plus aufgrund der Rarität des Skins. Fängt bei 200 Battles an, geht hoch bis 1000. Und angefangen haben wir wie gesagt mit der kostenfreien Variante. Man bekommt ja 3 zufällige Helden. Ich habe zum Beispiel die bekommen, Chris hat die bekommen. Wir sind einfach mal rein ins Spiel und haben gezockt. Ich würde sagen, ungefähr 50-60% Win-Ratio. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben beide so ein bisschen früher LOL gespielt, also wir kennen so dieses Spielprinzip und wir sind insgesamt nach einer Stunde schon bei Recruit 3 gewesen. Das ist nämlich wichtig, wenn ihr kostenfrei spielt, also mit diesen Champs, dann könnt ihr nur Geld verdienen über den sogenannten Battle Pass, indem ihr sozusagen diese Achievements bekommt. Ihr könnt also auch genau sehen, wie viel Coins ihr bekommt, wenn ihr wohin kommt und so weiter. Und man gewinnt immer 24 Punkte und verliert wieder 24 Punkte. Das heißt,
heißt, man muss wirklich auch eine gute Winrate haben, um da wirklich durchzukommen. Recruit 3 bedeutet aber trotzdem 20 GTHC. Und da haben wir erstmal gestoppt und haben gesagt, warte mal, das sind ja umgerechnet schon über 8 Euro, die wir jetzt komplett kostenfrei im Endeffekt verdient haben. Bis wir herausgefunden haben, dass es so leicht dann doch nicht ist. Denn wir sind dann einfach mal auf Wallet gegangen und wollten das auszahlen. Das funktioniert aber nicht, weil der Account mindestens 12 Tage alt sein muss und du musst Bronze 1 erreicht haben. Und wenn ihr euch mal den Battle Pass anguckt, dann seht ihr, von Recruit 3 zu Bronze 1 ist tatsächlich noch ein ziemlich weiter Weg. Sprich, du musst mit einer relativ hohen Win-Ratio da wirklich durchgehen, damit du überhaupt hinkommst und hast dann aber auch nochmal eine Gebühr von 4%. Sprich, und das mal als erstes kleines Fazit, Free-to-Play und Free-to-Earn macht, wenn du dir das mal komplett anguckst, jetzt nicht wirklich Sinn, um das große Geld zu machen. Den einen haben wir gekauft. Uncommon Hero, 268 Euro, Haltbarkeit 32 von 243, sprich, er konnte noch 211 Battles machen. 16 davon am Tag und wir hatten tatsächlich eine Win-Ratio von genau 50%. Das sind 27,5 Euro, die wir damit am Tag verdienen konnten. Das Ganze mal 7, jetzt hochgerechnet, wir haben nur 5 Tage gespielt, wären 193 Euro die Woche. Man kann diesen Champ nur 13 Tage spielen, danach ist die Haltbarkeit weg. Und das sind insgesamt maximal 363 Euro, wenn wir so spielen, wie wir spielen. Ja, bessere Spieler können ein paar Euro mehr rausholen. Und damit wäre das bei uns ein Profit von 95, den wir damit machen können. Und natürlich auch den Epic Champ aus der Box. Und ich muss direkt sagen, es hat viel mehr Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Er war irgendwie stärker, es war leichter zu gewinnen. Wir hatten eine Win-Ratio von 60%. Im Marketplace ist der 485 Euro wert. Man kann insgesamt 3 Wochen damit spielen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir trotzdem nur bei 50% Ratio bleiben, ja, auch von einem Average-Spieler auszugehen, wir waren jetzt schon ein bisschen im Game, hatten vorher natürlich auch Erfahrung, dann könnte man mit diesen 925 Euro verdienen. Ja, wie gesagt, wenn man ihn kauft, muss man 485 wieder abziehen und hat natürlich auch noch die Earnings über den Battle Pass. Ein einmaliger Reward, bis die nächste Season startet. Kommen wir an dieser Stelle also zum Wochenfazit. Und erstmal eins vorweg. Es hat Laune gemacht. Und das ist für mich persönlich das Allerwichtigste. Es ist das Krypto-Game, wo ich wirklich sagen würde, das würde ich langfristig spielen. Das werde ich tatsächlich auch nach diesem Video hier live auf Twitch einmal mit euch zusammenspielen. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt mir auch eine Invite schicken. Verlose ja auch unter allen Kommentaren, ja, einen Common Hero, der immer noch 350 Dollar im Marketplace wert ist. Also damit könnt ihr wirklich direkt reinstarten. Und ich hatte eine Menge Freude. Ich war im Discord. Ich habe mit unseren Mitarbeitern zusammengezockt und das war echt cool. Man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt wirklich kostenfrei reinstartet, dann ist das kein Game, womit man wirklich viel Geld verdient. Ja, trotzdem natürlich ein kleiner Obolus. Ja, für die Leute, die vor allen Dingen auch sehr gut sind in dem Spiel, die können tatsächlich auch ein paar Euro verdienen, indem sie wirklich durch diesen Battle Pass gehen. Ansonsten ist die Frage, wie viel Geld kann man mit dem Spiel verdienen, wenn man jetzt investiert, relativ einfach zu beantworten, denn es gibt eine Formel dafür. Ich blende sie euch an dieser Stelle einfach mal ein. Ja, ihr könnt auch hier einfach einen Screenshot von machen, euch das mal angucken, weil ihr könnt bei jedem Helden, der Marketplaces ausrechnen, wie viel ihr mit dem verdient. Natürlich ist das nur ein Schätzwert, weil man jetzt mal zum Beispiel in unseren Rechnungen immer von 50% Winrate ausgeht, aber ich glaube auch, dass das MMR so eingestellt ist, dass man tatsächlich, wenn man viele Spiele gewinnt, auch tendenziell bessere Spieler bekommt, etc. Ähnlich wie bei League of Legends, deshalb ist auch eine 50%ige Winrate relativ realistisch. Das heißt, man hat hier wirklich mal ein Krypto-Game, wo, wenn man viel Zeit investiert, man tatsächlich auch relativ viel Geld rausholen kann. Geht mal davon aus, dass ihr für die täglichen Spiele jedes Helden ungefähr 1 bis 1,5 Stunden benötigt. Trotzdem sind wir natürlich nicht auf die Werte gekommen, die in diversen YouTube-Videos angeprangert werden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass der Coin vom Start des Spiels zu Tag heute von 1,20 auf tatsächlich 45 Cent gefallen ist. Trotzdem werde ich das Spiel auf jeden Fall weiterhin zocken und wie gesagt auch gerne mit der Community, wenn ihr Lust drauf habt. Und ihr könnt mal kommentieren, soll ich mal einen Legendary Champ kaufen und damit einfach mal zeigen, wie viel man verdienen kann. Ich schätze, dass tatsächlich der Income mindestens doppelt so hoch sein wird. Also gerne mal Legendary kommentieren, wenn ihr da Lust drauf habt. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich auf Twitch. Nächste Woche Sonntag um 12 Uhr mittags. Ganz wichtig, müsst euch einen Timer stellen. Das 100k Special, ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, das Video hat es echt in sich und ich würde mich freuen, wenn wir das alle zusammen zelebrieren. Natürlich gibt es auch ein ganz, ganz großes Giveaway. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Krypto-Games, Krypto-Projekte und auch andere Dinge, die im Internet so kursieren. Immer wenn ihr eine coole Idee habt, könnt ihr mir natürlich gerne auch bei Instagram Vorschläge schicken und wir sehen uns in einer Woche wieder. Oder jetzt auf Twitch.